Hallo liebe Reisemobilfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Carex Reisemobiltechnik aus Castrop-Rauxel. Ja, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil wir schon zweimal mit einer Kamera was versucht haben, was nicht geklappt hat. Jetzt nehmen wir mal wieder was übers Handy auf. Ich hoffe, dass die Aufnahme gut ist. Wenn nicht, wie gesagt, müsst ihr uns wie immer wieder mal verzeihen. Ja, herzlichen Dank schon mal für die vielen, vielen Bestellungen und den regen Besuch auf den Messestand, auf der Caravan-Messe in Düsseldorf. Wir haben wahnsinnig viele Batterien verkauft, sind immer noch dabei, noch viele, viele Batterien zu verschicken. Bitte seht es uns nach, gerade die Arctic-Version mit der Heizung war dieses Jahr eine wahnsinnig große Nachfrage drauf. Die werden teilweise noch produziert und gehen dann erst anschließend in den Versand, werden also von Hand nochmal mit der Heizung nachgerüstet und gehen dann erst anschließend in den Versand. Jeder, der bei uns eine Batterie bestellt hat, kriegt natürlich auch eine. Es kann sich nur noch um einige wenige Tage handeln, dann müssen wir eigentlich auch alle unsere Listen komplett, weit über 300 kann ich ja ruhig sagen, abgearbeitet haben und dann hoffe ich auch, dass wir da mit der Aktion dann soweit durch sind. Also von uns aus hier nochmal recht herzlichen Dank für die wahnsinnig vielen Bestellungen und auch ja, den regen Besuch und die Kontakte auf der Messe. Mich hat auf der Messe auch sehr, sehr gefreut, dass ich bei vielen, vielen Premium-Herstellern auch schon die Batterie werksmäßig eingebaut gesehen habe. Und zwar, sei es jetzt beim Concorde, habe ich sie gesehen, bei dem kleinen Carver, meine ich, muss es gewesen sein, war die schon drin. Ich habe es bei Carver gesehen, da sind die drin. Ich habe bei Vario Mobil, bei einem ja, der Premium-Hersteller überhaupt, da sind sie also schon drin mittlerweile. Und das ist auch ein Zeichen dafür, wie gut diese Batterie ist, wie nachhaltig diese Batterie ist. Und ja, mittlerweile auch Europas meistverkaufte Lithium-Batterie. Ne? Für mich persönlich, wie auch schon seit etlicher Zeit, preis-leistungsmäßig eigentlich die beste Lithium-Batterie aktuell auf dem Markt. So, das soll es batterietechnisch gewesen sein und auch Bezug auf die Messe, wie gesagt, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich möchte euch heute einmal diesen Detlefs Globe S zeigen, den wir umgebaut haben. Dazu gehen wir einmal mal hier aufs Dach. Wir hatten hier von dem Eigner die Aufgabe, dass wir das Fahrzeugdach maximal mit Solar ausstatten sollen. Das haben wir jetzt hier gemacht, indem wir hier 7 x 110 Watt Peak aufs Dach gepackt haben. 7 Platten, wie gesagt, 110 Watt Peak, das Ganze aufgeteilt auf 2 Kreise. Da mussten wir auch ein bisschen ja, improvisieren und ein bisschen Geschick zeigen, dass wir zum Beispiel da hinten bei der Platte, da sitzt der eine Halter ganz weit hinten. Dafür hat er vorne keinen Halter mehr, weil das mit dem Fenster nicht passen würde. Aber wir haben dafür hier dann halt 4 weitere Halter seitlich gesetzt. Bei der vorderen Platte hier vorne, da passte alles, da konnte man Halter vorne und hinten hinsetzen, hier auch, aber hier, wie man hier zum Beispiel sieht, in dem mittleren Bereich zwischen diesen beiden Dachfenstern mussten wir wirklich 6 Halter setzen und die alle in Fahrtrichtung quer und nicht vor Kopf. Aber wie gesagt, technisch ist es alles überhaupt kein Problem. Das ist auch durch diesen großen Spoiler, der sich vorne befindet und außerdem auch hier durch das Dachfenster alles reichlich geschützt. Da ist es also kein Problem, die Festigkeit und die Haltbarkeit ist also auf jeden Fall gegeben. Dann haben wir hier vorne auf der rechten Seite in Fahrtrichtung rechts noch eine DAB Plus Antenne gesetzt mit GPS für einen vernünftigen Radioempfang. Und auf der anderen Seite vor der ersten Platte da vorne, da ist also auch nochmal eine LTE Antenne, eine 5G Antenne montiert worden. Ja, das soll es hier eigentlich schon zu dem Dach gewesen sein. Dann würde ich sagen, wir gehen mal runter ins Fahrzeug rein und zeigen euch einmal, was wir da gemacht haben. So, gehe ich mal vor. Hier im Fahrzeug haben wir Folgendes gemacht. Ich wollte eigentlich jetzt hier das hier so zu haben, so, weißt du? Dann kommst du mit der Kamera so hier hin. Komm mal mit der Kamera so hin. Und dann wollte ich sagen, et voilà. Aber jetzt war das ja schon offen, aber ist nicht weiter schlimm. So sollte das sein, wenn das schon soweit vorbereitet. Hier haben wir ein komplettes Elektronikfach verbaut. Das war also eigentlich alles hier noch leer bzw. Stauraum. Der Kunde hat uns dieses Fach hier zur Verfügung gestellt. Musste natürlich hier auch einiges oder auch vieles umändern, weil die Starter bzw. die Aufbaubatterie befindet sich bei dem Fahrzeug vorne unter dem Beifahrersitz. Jetzt ist die also hier verbaut, eine 300er Arctic Untersitz. Die passt also schön wunderbar hier hin. Wir haben hier wie immer mit unseren Linksdistributoren gearbeitet. Wir haben hier mit dem Linksstand gearbeitet. Wir haben hier 2 Solarregler. Einmal für den Viererkreis 110 Watt Peak und einmal für den Dreierkreis 110 Watt Peak. Hier haben wir nochmal dem Kunden eine Starthilfe verbaut, wenn ihm mal die Starterbatterie schwächen sollte. So kann er aus der Aufbaubatterie Strom in die Starterbatterie schießen. Alles übers Servo oder auch über ferngesteuert übers Handy, wie er es haben möchte oder bei dem PC zu Hause. Weltweit natürlich.
Alles überhaupt kein Thema. Hier unten ist unser Herzstück. Das ist das Servo Steuergerät. Das ist also hier unten verbaut. Daneben sehen wir einen GPS-Sensor bzw. GPS-Sender, dass wir auch sehen können, wo steht das Fahrzeug, bewegt sich das Fahrzeug und so weiter. Das können wir alles online abrufen. Hier haben wir einen Multiplus 3000, Multiplus 2-3000 gesetzt. Und auf der anderen Seite hier vorne, da sitzt einmal ein Backboost. Da kannst du einmal auf die Seite gehen und da unser schönes Edelstahlschild auch nochmal mit aufnehmen. Da sitzt also ein 50 Ampere Backboost mit drin. Ja, der Tresor hier drin, der sollte bleiben. Da haben wir alles jetzt schön drumherum gebaut. Das Fach erschien uns erstmal augenscheinlich erstmal recht groß und auch ja, gar kein Problem. Aber wenn man dann wirklich alles hier so einbauen muss, dann kann auch so ein recht großes Fach auch mal ganz schnell eng werden. Aber ich finde, es ist uns sehr, sehr gut gelungen. Es sieht alles sehr schön aus, funktioniert wunderbar. Wir werden jetzt am Montag noch ein, zwei Tests fahren und dann ist das Fahrzeug auch final fertig und kann auch dementsprechend an den Kunden ausgeliefert werden. Dann haben wir an dem Fahrzeug noch einen Kühlschranklüfter verbaut. Die Steuerung dafür befindet sich hier. Den Kühlschranklüfter, glaube ich, brauche ich euch nicht zeigen. Dann haben wir hier unten in der Sitzgruppe eine 230 Volt Steckdose verbaut und einen doppelten USB-Stecker. Darunter befindet sich noch ein Gaswarner, den wir da noch mit verbaut haben. Dann haben wir vorne ein Senec-Radio verbaut. Das kann ich euch auch einmal zeigen. Ach guck, hier ist meine Brille, die habe ich nämlich gerade gesucht. So, hier haben wir auch einen entsprechenden Schalter gesetzt. Schalterposition 1 bedeutet, dass das Radio vorne über die Starterbatterie mit Strom gespeist wird. Position 2 bedeutet, dass das Radio über die Aufbaubatterie gespeist wird. Das kann ich mir also aussuchen, je nachdem, was ich vorrangig nutzen möchte. Wir haben dem Fahrzeug auch eine neue Rückfahrkamera verbaut, auch von der Firma Senec, mit einer Besonderheit, und zwar mit einer doppelten Linse. Das heißt, ich habe da einmal einen Weitwinkel und ich habe da auch einen Nahwinkel. Das zeige ich erst einmal. Du kannst darauf gehen. Ach, kann ich das so hier auch schon zeigen? Genau, darauf auf dem Kamera da eingehen. Kamera hier, okay, dann brauchen wir das gar nicht machen. Ach, guck mal, das geht sogar so. Das ist natürlich auch ganz praktisch, dass ich auch so über das Radio, im Prinzip über die Kameras verfügen kann, weil viele haben ja hinten auch dann Fahrräder mit dabei oder auch einen Anhänger und möchten auch mal während der Fahrt dann auch mal gucken, Mensch, ist der Anhänger noch da, sind die Fahrräder noch drauf? Und so kann ich im Prinzip dann hergehen und kann einmal hier das Signal, Kamera 1, das ist jetzt der Nahwinkel, den ich einfangen kann. Da ist auch der Fahrradträger zu sehen. Und dann kann ich einmal auf Cam 2 gehen und Cam 2 ist dann im Prinzip der Fernwinkel. Wenn ich dann wirklich eine etwas längere Strecke zurücksetzen muss oder mal gucken möchte, ist etwas weiter weg von mir ein entsprechendes Hindernis. Und wenn ich ein bisschen näher rangekommen bin, dann gehe ich einfach her und zoome mir das Bild einfach dann wieder näher ran und dann sehe ich das im Prinzip unmittelbar, das Bild am Fahrzeug. Ja, so sieht das aus. Der hat von uns auch nochmal zwei weitere Türlautsprecher bekommen, beziehungsweise hat ein Zwei-Wege-System verbaut bekommen. Die Original-Lautsprecher sind ja beim Ducato oder bei vielen anderen Modellen ja auch sehr, sehr dürftig. Und da haben wir ihm jetzt zwei neue Lautsprecher verbaut, Zwei-Wege-Systeme. Die Hauptlautsprecher befinden sich also hier. Und dann hat er hier oben nochmal Hochtöner bekommen. Und das Ganze haben wir dann auch mit einer entsprechenden Türdämmung gemacht. Die Türdämmung muss eigentlich sein, dass man eine vernünftige Akustik hier ins Fahrzeug reinbekommt. Und zudem, dass eben halt die Türen auch, sage ich mal, vor den Witterungsverhältnissen im Winter und auch im Sommer ein bisschen geschützt sind, dass nicht ganz so viel Kälte reinkommt. Das bringt also auch ein bisschen was. Das haben wir einmal fotografiert in der Umbauphase und das kann ich euch gerne auch einmal zeigen. Ich zeige euch gleich auch nochmal die Kartonage von den Lautsprechern. Das sind spezielle Lautsprecher von Audio Systems. Die sind also extra für den Ducato abgestimmt mit Kabelsatz und und. Das ist also ein komplettes System, was wir dann auch 1:1 einfach tauschen können. Geht also eigentlich auch recht zügig. Haben wir auch lagermäßig da die Lautsprecher, ist also überhaupt kein Problem. Ich möchte euch dann noch einmal ein Kamerasystem zeigen mit einem elektrischen Ablasshahn. Den elektrischen Ablasshahn, den Schalter dafür, der befindet sich. Warte, wir machen hier die Tür auf. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Licht. So, der befindet sich hier. Hier kann der Kunde im Prinzip seinen elektrischen Ablasshahn, das elektrische Kugelventil betätigen für den Abwassertank und braucht dann nicht jedes Mal unter das Auto kriechen und da den Schieber auf und zu machen. Das kann er jetzt hier in Zukunft hier elektrisch auf- und zusteuern. Wir haben euch auch einmal ein Foto gezeigt oder zeige euch jetzt nochmal ein Foto im Prinzip, wo wir den Ablasshahn
euch einmal näher bringen können. Und zwar haben wir da auch noch mal eine entsprechende Beleuchtung eingebaut. Aber mein Mitarbeiter zeige ich die ganze Zeit auf den. habe ich echt vergessen. Ja, gut. Wir haben natürlich hier auch noch einen Router eingebaut, weil unser Servo muss ja auch komplett netzwerkfähig sein. Der befindet sich hier im Schrank. Den haben wir hierhin verbaut. Kannst ihn einmal bitte aufnehmen. Können wir auch einmal mal drauf drücken. Hier, zack. Na, nicht, dass der mit der Taschenlampe jetzt überlichtet ist. Machen wir die Taschenlampe aus. Ich glaube, das reicht schon so. Genau, da sieht man auch so. Ja. Bei uns auch schon mittlerweile, keine Ahnung, hundertfach bewährt. Das Ding ist eigentlich ein Spitzenprodukt. Wir sprechen eigentlich ganz, ganz wenig nur noch über den Router. Die Leute kommen zu uns und wollen genau diesen Router haben. Und ich habe den jetzt dieses Jahr also auch genutzt im Sommer und bin also mit dem Router auch wirklich durchweg super zufrieden. Bin durch Deutschland komplett durch Österreich durch Slowenien durch Kroatien durch Serbien durch Bulgarien durch und in die Türkei rein. Und in allen Ländern keine Probleme. Ne? Wirklich, hat wunderbar funktioniert, immer super Empfang gehabt. Und ich kann die Antenne nur, beziehungsweise den Router super empfehlen, weil eben halt der auch mobil ist. Ne? Die meisten, die man jetzt so mittlerweile bekommen kann, sind ja leider nicht mobil. Den kann ich einfach aus dem Schlitten rausziehen. Ist wirklich dann auch nur ein Handgriff, kann ich ja mal zeigen. Ich halte hier unten einfach nur die Stromverbindung fest, beziehungsweise die trenne ich. Dann kann ich dieses Teil hier oben rausziehen. Et voilà, das ist es schon. Dann kann ich diesen Router im Prinzip mir in den Rucksack packen und kann ihn mitnehmen, wohin ich will. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange er hält. Also ich habe ihn auch schon mal 1,5, 2 Tage bei mir im Rucksack drin gehabt, bis ich gesehen habe, dass ich den wieder aufladen muss. Und dann stecke ich den einfach hier unten wieder rein. Wichtig ist, dass diese beiden Nöppels hier offen sind. Dann kann ich den einfach hier wieder reinstecken. Und hier wird er dann automatisch geladen, beziehungsweise hat er auch dann dementsprechend die Antennenverbindung nach außen über die Dachantenne. Ja, das ist ein bisschen frickelig hier. Da muss ich das erstmal suchen, bis ich es gefunden habe. Zack, so ist er fest. Klappe zu. Und dann ist das auch in dem Schlitten wieder drin. So, wir gehen einmal nach hinten. Dann zeige ich euch einmal nochmal die Kartonage von dem Lautsprecher, dass ihr den da seht. Achso, wir haben nochmal zwei 230 Volt Steckdosen verbaut für E-Bikes laden. Und das sind jetzt hier die Lautsprecher, die wir verbaut haben. Das ist die Kartonage davon. Ich glaube Evo 2, genau, speziell von Fiat Ducato von Audio Systems. Also haben auch einen sehr, sehr guten Klang und die können wir eigentlich auch euch nur empfehlen. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier vorne am Ablasshahn haben wir auch nochmal den Schieber eingebaut und das Ganze auch nochmal hier mit einer entsprechenden Kamera versehen. Da kann ich euch gleich nochmal ein Bild zu einblenden und da seht ihr im Prinzip, dass wenn die Beleuchtung über die Fernbedienung hier eingeschaltet wird, dass auch die Kamera an ist, beziehungsweise, hast du das bei dir drauf auf dem Handy? Ich muss einmal. Einen Moment, zeigen wir euch. Sobald also jetzt über diese Fernbedienung hier, das ist ein ganz normaler hier an-aus, mehr hat der nicht, ja, wird die Kamera mit eingeschaltet und auch das Licht mit eingeschaltet. Ne? So, jetzt warten wir eben kurz, jetzt ist er eingeschaltet, genau, du musst jetzt einmal da das Netzwerk wechseln. Ist er bei dir drauf? Da ist er doch. Da war er doch schon gerade. Da ist er, genau, da. So, gehen wir da einmal drauf, dann zeige ich euch das. So, und so sieht das jetzt hier aus. Ne? Da ist der elektrische Ablasshahn in Verbindung mit der Kamera und eben halt mit dem Licht. Licht ist jetzt aktuell an. Wenn ich es jetzt ausmachen würde, wäre auch automatisch die Kamera aus. Also kann ich euch nicht demonstrieren. Das Einzige, was ich euch so zeigen kann, ist eben halt hier, dass auch ausreichend beleuchtet ist. Ne? Das sieht man ja an bzw. aus. Und das Bild dafür, das blenden wir euch dann nochmal ein. So, da bin ich wieder. Ja, ich glaube, diesmal haben wir jetzt eigentlich alles drauf oder haben wir es vergessen? Ich glaube, diesmal haben wir alles. Ne? Radio haben wir, Kamera haben wir, Servo haben wir. Ne? Ja. Mit dem Servo ist auch eine tolle Sache. Da kann ich euch eben, warte mal ganz kurz, da kann ich euch etwas zeigen. Und zwar. Habe ich mal eben mein Handy geholt. Da sehen wir dann auch hier, wenn ich jetzt zum Beispiel direkt auf das Fahrzeug gehen würde, den haben wir bei uns natürlich schon angebunden. Da muss ich mal gucken, welcher das ist. Der ist das. So, hier sehe ich natürlich auch, ne, über mein Smartphone, über mein Tablet, sehe ich ganz genau 97% Akkukapazität. Ich sehe 12 Volt an Lasten, habe ich 22 Watt. Die Photovoltaikanlage macht momentan nichts, steht in der Halle. Ne.
Und hier sehe ich auch Echtzeitaktualisierung. Das heißt, ich bin aktuell auf dem Fahrzeug aufgeschaltet. Ich sehe sogar, wo er gerade steht. Das kann ich also abrufen. Ich sehe Kühlschranktemperatur, ich sehe Eisfachtemperatur, ich sehe, was meine Solaranlage gemacht hat. Ich sehe meinen gesamten Stromverbrauch. Ich kann meine Relais hier schalten, wenn ich möchte. Kann ich jetzt einfach eine Ladevorrichtung zum Beispiel für die Starterbatterie vornehmen. Ich kann auch gucken, wo steht mein Auto jetzt exakt. Das kann ich mir also auch ranzoomen hier, dass ich gerne sehen möchte, wo steht er jetzt gerade. Und das kann ich also alles abfragen und siehe da, das Fahrzeug steht, wenig anders zu erwarten, bei der Firma Carex Reisemobiltechnik. Ja, das wollte ich euch einmal alles gezeigt haben. Haben wir momentan so viel Nachfrage, auch wieder so viele Umbauten, die jetzt auch noch anstehen. Alles in Bezug mit dem Zerbo. Ich finde das gut, dass die Leute das wirklich erkannt haben. Gerade bei den größeren Fahrzeugen, die dann 3, 4, 500.000 Euro kosten, wo man halt dann eben halt, wenn man das Auto verlässt, nicht mehr sehen kann, was ist mit dem Auto los, wo steht das Fahrzeug, was macht das Auto, was macht meine Solaranlage, was machen meine Flüssigkeitsstände und so weiter und so fort. Das kann ich alles mit diesem System online abrufen. Hat sich mittlerweile auch schon tausendfach bewährt. Wir schalten die Kunden dann auch bei uns direkt mit auf und machen dann auch das Updates und den ganzen Service für die Leute. Also ist im Prinzip ein komplettes Sorglospaket dann auch. Ja, das soll es gewesen sein von uns hier aus Castrop Rauxel. In dem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund, alles Gute, euer Carex-Team.